Einsatzbeginn für die Wasserschutzpolizei der Direktion Süd in Königs Wusterhausen. Mehrmals die Woche kontrollieren die Polizisten Sport- und Ausflugsboote an der Schleuse Neue Mühle. Gerade jetzt, wenn in der Ferienzeit mehr auf dem Wasser los ist als sonst. Vor dem heutigen Einsatz spricht Polizeihauptkommissar Heiko Juschkatz sich mit seinem Kollegen ab. Wir kontrollieren hier die erforderlichen Dokumente fürs Boot, fürs Fahrzeug oder für den Schiffsführer. Also bei führerscheinfreien Booten in Pfälze, aber führerscheinpflichtige Boote dann natürlich den entsprechenden Sportbootführerschein, die Dokumente. Und dann wird natürlich auch die Fahrtauglichkeit überprüft. Denn auf dem Wasser gelten ähnliche Regeln wie im Straßenverkehr. Ab 0,5 Promille am Steuer liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Ich dachte, Sie haben vorhin gesehen, dass hier auch Bierflaschen auf dem Deck stehen. Ja, das war einer von den Mitfahrern, also nicht ich. Also das heißt, Sie haben definitiv keinen Alkohol? Nee, absolut nicht. Nee. Ein Alkoholtest soll für Klarheit sorgen. Okay. Pusten Sie bitte ein bisschen Stopp sagen. Ja. Ich halte fest. Ach so. Stopp, danke sehr. 0,0 Promille. Einer Weiterfahrt steht nichts im Wege. Ja, naja, da kriegt man natürlich erstmal ein bisschen Schreck, wenn man die Polizei sieht, wenn man sein Auge zuguckt. Nicht allen sind die Regeln auf dem Wasser bekannt. Vor allem, weil immer mehr führerscheinfreie Boote nur tageweise ausgeliehen werden. Die Kenntnisse über den Umgang reichen dabei oft nicht aus. Wir haben natürlich viele Vorschriften, die hier an der Schleuse zu beachten sind. Also vom Überholverbot angefangen, über das richtige Festmachen in der Schleuse. Das Mitführen dann eben mit dem Wasserstand, dass man also nicht mit einem Knoten dann festmacht, sondern eben das Boot entsprechend Wasserhöhe mitführt. Das wäre hier so für die Schleuse eben relevant. Etwa 3.300 Sportboote kontrollierte die Polizeidirektion Süd vergangenes Jahr in ihrem Einsatzbereich. Dirk Skotacik, heute in Zivil im Einsatz, kontrolliert ein Rentner-Ehepaar aus Tangermünde in Sachsen-Anhalt. Der Schiffsführer kann seinen Sportbootführerschein nicht finden. Normalerweise sind immer 14 Tage die Frist. So. Ausweisbestätigung, aber ja. Bis dahin sind sie nicht wieder zu Hause. Nee, wahrscheinlich nicht. eigentlich nicht geplant. Und dann wegen das Abbrechen wäre ja eigentlich auch Blödsinn. Richtig. Nach dem Urlaub müssen die Bootspapiere dann bei der Polizei nachgezeigt werden. Ja. Doch heute kann die Fahrt erstmal weitergehen.